Ja, Nikolaus Hagel ist bei mir von SAP. Sie sind langjähriger Aussteller hier auf der SCON. Wie hat sich das Event verändert über die Jahre? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, zwischendrin war ja auch Corona, aber wenn man mal so die Entwicklung sieht, wie wahnsinnig viele ja, Besucher hier auf der Messe sind, interessierte Besucher, Gespräche, die, finde ich, nachhaltiger werden, Themen, die fokussierter werden, wie zum Beispiel Cloud-Technologie. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich das wirklich in eine Veranstaltung, die für uns als SAP ein absolutes Muss entwickelt. Und ja, bin sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen. Ja, da würde ich gleich mal fragen, was gefällt Ihnen besonders? Ich muss ganz ehrlich sagen, also die Interaktion, also einmal sind ja hier wahnsinnig viele, wie gerade gesagt, Besucher, die Möglichkeit auf der Bühne gute Impulse zu bekommen, aber auch die Interaktion auf den jeweiligen Ständen ist hervorragend. Also wir sind ja hier auch mit vielen Partnern. Ich glaube, auf der Messe können die Besucher sehen, was ist in Deutschland möglich. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das zu zeigen. Wichtig wäre halt nur am Ende des Tages, dass wir den Mut haben, auch Dinge umzusetzen. Da wären wir genau bei der letzten Frage. Also, das ist ein Thema, was ich immer wieder höre. Wie kommen wir ins Tun? Ich habe da immer meine 3 M. Ja? Einmal Motivation, Mut und vor allen Dingen machen. Ja? Also ich glaube, wenn ich hier die Gespräche so für mich wahrgenommen, die Motivation ist bei 100%. Und jetzt kommen aber die 2 Punkte, wo man vielleicht die Prozentwerte nach oben schieben müsste, nämlich den Mut, tatsächlich was Neues zu wagen und auf der anderen Seite auch mal machen. Ja? Also tatsächlich sagen, okay, jetzt gehen wir in die Umsetzung und zeigen auch, dass das, was vorhanden ist, auch wirklich entweder bei den Bürgerinnen und Bürgern oder auch bei Unternehmen einen großen Mehrwert liefern würde. Und das wäre schön. Okay, wunderbar. Herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie bleiben der SCON auch weiterhin treu. Und ja, alles Gute. Ich freue mich aufs nächste Jahr.